hat. Oder aber er hat ihn nachts betäubt und hat ihn dann rausgenommen. Weil sonst ist es, sonst glaubte kein Mensch. Wie soll das sonst gegangen sein? Erzieher, sie laufen darum, Betreuer laufen darum, kein Mensch hat was gesehen oder gehört. Ich geh mal von aus, dass er sich da angefreundet hat mit ihm. Nur wenige Wochen nach dem Mord an Dennis Rostl im Jahr 1995 betreut Martin N. selbst eine Freizeit mit Kindern. Hier entstehen diese Aufnahmen. Sie zeigen N. bei einer Erste-Hilfe-Übung. Er ist damals 24 und studiert in Bremen. Er will Lehrer werden. Ein Jahr später bricht er das Studium ab und findet Arbeit in einem Kinderheim. N. ist bei den Kindern und den Kollegen beliebt. Niemand erahnt, dass er ein Doppelleben führt, dass er in pädophile Netzwerke eintaucht und nicht nur das. Spurensuche. Wie wuchs er selber auf? Gab es Hinweise auf das, was später geschah? Der frühere Lebensgefährte seiner Mutter hat Martin N. über Jahre gekannt. Was war der Martin für ein Junge? Sie haben ihn ja, ganz gut gekannt. Ja, der war damals zwar noch Kleinkind, als ich seine Mutter kennenlernte. Und er hing sehr an seiner Mutter. Also man würde sagen, ein Mama-Kind, ne? Dass er sich immer hinter seiner Mutter praktisch versteckte. Und ich hatte anfangs auch so ein bisschen Probleme mit ihm. Das hing damit zusammen, vermute ich mal, weil er wohl Angst hatte, dass ich ihn seine Mutter wegnehmen würde. Im Gegensatz zu seinen Brüdern habe Martin nur wenig Freunde gehabt. Ein regelrechter Stubenhocker sei er gewesen, immer am Rockzipfel der Mutter. Aber ein Serientäter? Unvorstellbar. Ist Ihnen denn irgendwas, wenn man sagen, Merkwürdiges bei ihm aufgefallen im Laufe der Jahre? Ja, dass er da als Kind so circa 12 Jahre, schätze ich mal, genau weiß ich das Alter nicht mehr, einen anderen Jungen angefasst hatte da. Und wo ich mir dann Gedanken gemacht hatte und vermutet habe, dass er wohl schwul sein würde oder schwul werden würde. Denn die Jungs in dem Alter, die interessieren sich ja für Mädchen und da sind sie alle neugierig. Aber dass man nun andere Jungs, das war nun doch recht ungewöhnlich, für mich jedenfalls. Das war alles. Doch dass aus Martin N. einmal ein pädophiler Serientäter werden könnte, der im Laufe der Jahre mehr als 40 Jungen missbrauchte und 3 von ihnen ermordete, das konnte sich niemand vorstellen, nicht einmal die vom Fach. Im Jahr 2000 zog Martin N. von Bremen nach Hamburg-Harburg, wo er im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses eine Wohnung mietete. Nachdem er sein Studium aufgegeben hatte, fand er eine Stelle bei der evangelischen Jugendhilfe, wo er eine Jugendwohngruppe betreute. Niemand fiel etwas auf. Das Schullandheim Wulsbüttel. Im September 2001 dringt der schwarze Mann in das Gebäude ein. Er kennt sich aus, denn auch hier hat er den Ort vorher ausgekundschaftet und nach einem Opfer gesucht. Der 9-jährige Dennis Klein war schon seit 3 Wochen in Wulsbüttel. Zeit genug für den Täter, sich mit den Örtlichkeiten vertraut zu machen. In der Nacht zum 5. September 2001 hat Dennis Klein in diesem Zimmer gewohnt mit seiner Jugendgruppe, mit der er hier in diesem Schullandheim gewesen ist. Er hat hier in diesem ersten Bett im Zimmer rechtzeitig oben geschlafen. Das sind auch noch die Stahlrohrbetten von damals. Und er ist eben aus diesem Zimmer heraus und aus diesem Schullandheim dann verschwunden und wurde 14 Tage später getötet aufgefunden. Wieder geht der Täter ein hohes Risiko ein. Denn Dennis Zimmer liegt direkt neben dem der Erzieherin, die kurz vor dem Schlafengehen noch ein Foto von Dennis macht. Es ist das Letzte. Wochen später finden Pilzsammler seine Leiche, 40 Kilometer von Wulsbüttel entfernt. Martin N., so haben die Beamten inzwischen festgestellt, war schon Jahre vor dem Mord mindestens 2-mal in Wulsbüttel.
1995 und 1999 wurden hier nachts zwei Jungen missbraucht. Hier im Keller der sogenannten Schuhschleuse hatte Martin N. einen der Jungen dazu genötigt, sich auszuziehen und ihn nackt fotografiert. Von diesen Fällen erfuhr die Heimleitung jahrelang nichts. Vor dem Mord an Dennis Klein gab es deshalb auch keine besonderen Sicherheitsmaßnahmen. Im Sommer 2000 habe ich hier den Vorstand übernommen und auch der Altvorstand wusste nichts davon. Wir sind im Jahr 2001 überhaupt erst dann informiert worden oder dann ist es allen erst überhaupt klar geworden, dass da ein Serientäter rumläuft. Denn erst 2001, nach dem Mord an Dennis Klein, wird die Sonderkommission Dennis gegründet. Die SOKO beginnt endlich, die Verbindung zwischen den drei Morden und den vielen gemeldeten Missbrauchsfällen herzustellen. Die SOKO findet heraus, dass die Eltern eines der missbrauchten Jungen in Bremen Anzeige erstattet hatten. Das wusste bis dahin im Heim niemand. Ist dann die Polizei in Bremen oder die Staatsanwaltschaft, sind die dann hierher gekommen und haben hier ermittelt und auch der Heimleitung gesagt, was hier passiert ist? Also die Staatsanwaltschaft und die Polizei in Bremen haben seinerzeit in Bremen allein ermittelt. Die Tat ist uns eigentlich erst bekannt geworden, nachdem die Sonderkommission Dennis ins Leben gerufen wurde und wir dann eigentlich erst ab 2002 von dieser Tat erfahren haben, obwohl sie 1999 bereits geschehen war. Die Beamten der Sonderkommission waren elektrisiert. Endlich hatten sie eine Spur. Denn wenn der Täter sein Opfer fotografiert hatte, konnte es sein, dass er die Bilder noch besaß. Im Grunde genommen sind wir davon ausgegangen, dass diese Tat 99 so eine Art Vortat war für das, was letztendlich dann 2001 hier passiert ist. Insofern gab es natürlich da eine Verbindung. Und das war eben halt unsere Hoffnung, dass wir irgendwann mal diese Fotos finden würden. Und dann möglicherweise denjenigen, bei dem man die Fotos findet, als mutmaßlichen Täter oder als in Frage kommenden Täter identifizieren kann. Ja, zumindest wären wir ihm dann dadurch natürlich schon mal ein großes Stück näher gekommen. Es waren die Polizei und die Staatsanwaltschaft in Bremen, bei denen der Missbrauchsfall angezeigt worden war. Doch das Land Schulham-Wulsbüttel lag in Niedersachsen und die Bremer gaben ihr Wissen nicht ins benachbarte Bundesland weiter. Nicht einmal die Heimleitung wurde informiert. Warum nicht? Frage an die Staatsanwaltschaft Bremen. Zu einem Interview vor der Kamera ist man nicht bereit. Auf die schriftliche Nachfrage erfolgt dann eine Antwort der Staatsanwaltschaft. Zitat: Das Verfahren ist hier nicht bekannt. Es besteht weder bei der Staatsanwaltschaft Bremen noch bei der Zweigstelle Bremerhaven eine Zuständigkeit für Wulsbüttel, sodass hierzu keine Angaben gemacht werden können. Nicht zuständig. Ab 2001 rollt die SOKO Dennis systematisch alte Mord- und Missbrauchsfälle an Jungen auf. Unterstützung bekommt sie von Fallanalytikern aus München. Die versuchen, Tatmuster zu finden und den Täter zu beschreiben. Über die Jahre ermitteln sie so ein Bild des Täters. Alleinlebend, sozial integriert, mit hoher Risikobereitschaft und mindestens durchschnittlich intelligent. Das reichte aber nicht, um ihn zu identifizieren. Der Täter konnte so lange unentdeckt bleiben, weil er natürlich sich sehr clever dahingehend verhalten hat, welche Tatobjekte er ausgewählt hat und wie er seine Opfer ausgewählt hat. Das heißt, er hat es einfach nicht dem Zufall überlassen, dass ihm zufällig auf einer Routineaktivität oder in irgendeinem anderen alltäglichen Zusammenhang ein Opfer über den Weg gelaufen ist, sondern er hat sich bewusst in die Nähe der Opfer begeben, hat diese Örtlichkeiten aufgesucht und konnte dementsprechend mit aller Vorsicht und Planung und Ruhe sich Opfer aussuchen und dann dementsprechend die passenden Objekte aussuchen. Das heißt, die Verbindung zwischen den einzelnen Objekten und dem Täter herzustellen, war natürlich sehr, sehr schwierig. Sicher war nur eines, man hatte es mit einem von etwa 300.000 Pädophilen in Deutschland zu tun. Also es sind die Analysen und auch die Täterprofile bis an die 100% zutreffen. Die Frage ist, wie detailliert kann ich ihn umschreiben, um ihn wirklich von der grauen Masse hervorzuheben. Und hier war es eigentlich genauso, dass über Jahre hinweg zwar das Profil stimmte und sich danach aber so treffende Wiesen hat, aber es war trotzdem zu unscharf. Dabei fällt Martin N. schon seit 1995 immer wieder als umtriebiger Pädophiler auf. Es gibt zwei Ermittlungsverfahren gegen ihn wegen Missbrauchs an Jungen. Diese Verfahren werden eingestellt und N. kann weiterhin in der Jugendbetreuung arbeiten, als sei nichts geschehen.
2006 wird wieder gegen ihn ermittelt. Der Vorwurf, er habe einen Bekannten erpresst, der Kinderpornos besitzt. Also durchsucht die Hamburger Kripo die Wohnung des mutmaßlichen Erpressers Martin N. und findet Fotos nackter Jungen auf seinem Computer. Tausende. Die Festplatte wird konfisziert, eine Kopie landet in der Asservatenkammer. Es steht der Erpressungsvorwurf im Raum. In diesem Zusammenhang werden Ermittlungen geführt, die Wohnung wird durchsucht, der Computer wird beschlagnahmt, ausgewertet und im Anschluss daran stellt sich fest, hoppla, auf dem Computer befindet sich kinderpornografisches Material. In dem Zusammenhang war es uns wichtig, zunächst das schwerere Delikt, nämlich die versuchte Erpressung abzuarbeiten und uns im Anschluss an den Besitz des kinderpornografischen Materials heranzutasten. Dies haben wir getan, indem wir ein gesondertes Verfahren eingeleitet haben, das wir bedauerlicherweise einstellen mussten. Aus Rechtsgründen war es uns nicht möglich, Anklage zu erheben, denn die Taten waren verjährt. Anschließend haben wir allerdings dem Arbeitgeber Mitteilung über dies eingestellte Verfahren dann gemacht. Immerhin das. Martin N. verliert seinen Job als Jugendbetreuer und wechselt in die Betreuung Langzeitarbeitsloser. Zwar darf er nun nicht mehr mit Jugendlichen arbeiten, aber ansonsten kümmert sich keiner um den Mann, der schon mehrfach wegen Pädophilie aufgefallen war. Fahrt zur Sonderkommission nach Verden. Erst Anfang dieses Jahres, 2011, erfährt die Soko Dennis von der Festplatte, die 5 Jahre zuvor in Hamburg bei den Ermittlungen gegen Martin N. beschlagnahmt worden war. Und plötzlich entdeckten die Ermittler unter den Fotos auch die der Mordopfer. Die Information kommt um Jahre zu spät. Denn die Soko Dennis selbst hatte Martin N. schon 2007 im Visier. Damals führte sie eine Rasterfahndung durch und N. wird zur Befragung vorgeladen. Auf Vorhalte lügt er, doch man kann ihm nichts Konkretes nachweisen und muss ihn gehen lassen. Der heute Beschuldigte ist im Zuge der Ermittlungen der Sonderkommission Dennis bereits im Jahr 2007 als in Erscheinung getretener Sexualstraftäter, wie mehr als 1000 Personen im Übrigen, auch durch die Soko überprüft worden. Er befand sich seinerzeit im Zeugenstatus und ist auch als Zeuge zum Tatgeschehen der Sonderkommission von der Soko selbst vernommen worden. Es beginnt eine jahrelange Puzzlearbeit. Immer wieder rollt die Soko alte Fälle auf, verfolgt Spuren und Hinweise. Ende 2010 meldet sich ein Zeuge. Er glaubt, er habe Dennis Klein auf dem Rücksitz eines Pkw gesehen. Die Soko geht mit einem Phantombild des Täters Anfang 2011 an die Öffentlichkeit. Dann passiert, womit kaum noch zu rechnen war. Es meldet sich ein Opfer des schwarzen Mannes, ein Erwachsener, der sich nach Jahren erinnert, dass Martin N. ihn als Kind belästigt hat. Zum ersten Mal ein Name. Jetzt kommt alles ins Rollen. Bewegungsprofile, die alten Verfahren, die Festplatte mit den Fotos der Opfer. Die Strafverfolger sind sicher, sie haben ihn. Nur reichen dem Ermittlungsrichter die Beweise nicht aus. Die Staatsanwaltschaft Stade hat versucht, mit sämtlichen Indizien, die Soko Dennis gesammelt hat und die man eben auch zusammengetragen hatte, einen Haftbefehl gegen den jetzt Angeklagten zu erwirken. Die Indizien, die wir dem Amtsgericht vorgetragen haben, haben allerdings nicht ausgereicht, um das Amtsgericht dazu zu veranlassen, einen Haftbefehl gegen den jetzt Angeklagten auszustellen. Immerhin, einen Durchsuchungsbefehl bekommen die Beamten. Im April dieses Jahres fahren sie zu Martin N.'s Wohnung nach Hamburg-Harburg und sie bitten ihn, sie zu begleiten auf einer Fahrt nach Verden. Wir haben den Beschuldigten bei Verlassen seiner Wohnung, bei Verlassen des Hauses angesprochen, haben ihn mit unserem Vorhalt konfrontiert, haben ihn gebeten, zu uns ins Auto zu steigen und sind dann mit ihm hier nach Verden gefahren, etwa 100 Kilometer entfernt, um mit ihm weitere Maßnahmen durchführen zu können. Und parallel dazu lief dann die Durchsuchung seiner Wohnung. Die Fahrt zur Verdener Kriminalpolizei führt vorbei am Fundort der Leiche von Stefan Jahr, dem ersten Mordopfer. Martin N. wirkt und übergibt sich. Einen Tag später gesteht er die 3 Morde und weitere Taten. Es ist nicht ausgeschlossen, dass N. noch weitere Morde begangen hat. Von der Ähnlichkeit des Tathergangs kommen ein Mord in Holland und einer in Frankreich in Betracht. So ist die Arbeit der Ermittler noch nicht beendet.